Mama, den ganzen Schild, herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Adventure ha. Map. Hallo. Und, für wann ist die Folge jetzt eigentlich? Kommenden Sonntag. Wir sind ein bisschen im Voraus diesmal, weil es nicht anders untergekriegt hat. Okay, ich verstehe. Ja, tut mir leid, dass das letzte Mal ausgefallen ist, aber ich war tot. Tot. Der hat ein kleines Schnüpfchen. Ja, das hat ein kleines Schnüpfchen. Also das habe ich. Ich glaube, als Kleinkind hatte ich das schon, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Und einmal irgendwann in den Sommerferien hatte ich das mal. So eine Sommergrippe. Die hat mich auch komplett dahin gerafft eine Woche. Okay, was habe ich verpasst? Musste ich oben rum? Ich kannte den Weg. Ja, du warst ja schon mal da. Stimmt, ihr hattet den ja. Wir haben den ganz am Ende herausgefunden, ne? Aber war das von oben rum? Ach, scheiße. Weil gerade habe ich den Sprung nicht mehr geschafft. Vielleicht hast du einfach den Sprung nicht geschafft. Ja, das ist natürlich durchaus auch möglich. Oh mein Gott. Ich hasse diese Grippe, volle Kanne, ist dann quasi, okay, schlapp, Fieber, Kopfschmerzen. Ja. Das hatte ich halt alles. Und der Mittwoch, der war ganz, ganz schlimm. Das hatte ich noch. Also ich lag von morgens bis abends im Bett. Wirklich. Ich bin aufgestanden zu pinkeln. Und ich bin aufgestanden zum. Wenn ich hier auf der Leiter stehe, bin ich down, ne? Ich glaube schon. Dann bist du ja, unten, ja, das ist zu weit, ich. Ja. Und wahrscheinlich hast du dich nach dem Pinkeln schon so gefühlt, als hättest du gerade den Mount Everest bestiegen. Ja, so ungefähr. Ein abgeschwitzt. Irgendwann, ja, kam Freundin von der irgendwann kam die Freundin von der Arbeit, meinte so, oh, liegst also wieder im Bett. Und dann hat die... Ja. Nur am Harzen wieder, Und ich hab... immer das Fieber gemessen oder so, dann hatte ich halt irgendwann 39,2. Ich glaube ab 40 oder so hat bis im Delirium. Das hat mich dann mit 40 umgekippt. Ist das nicht jetzt 41 oder so? Also ich weiß, dass du dann aber relativ schnell tot bist. Naja, also irgendwann kippst du dann aus der Latschen. No! Jetzt? Okay, wo muss ich denn ich muss auf also die Richtung Treppe war kommen? Richtig, du musst ja, du musst auf die Treppe drauf. Da drauf, unter der Laterne. Spring aber von... Ja, spring einfach. Ja, von? Spring von links auf der Plattform. Also wenn du auf wenn du Richtung Laterne guckst... okay, wenn ich da irgendwo hänge oder... Genau, weil oben nämlich rechts diese umgekehrte Treppe an der Decke hängt. Treppe jetzt. Der Hurensohn. Oh, echt mal Treppe der Hurensohn. Peter macht hier voll den stressigen Weg, Emma. Ich? Ja. So, aber man muss nicht von oben springen, Bram, oder was? Also man muss nicht ganz nach oben, sondern... Ich bin zumindest nicht von oben gesprungen. Und von oben der Ecke der Treppe, oder was meinst du? Ja, man kann ja auch nach ganz oben drauf, indem man über den Zaun geht. Also immer, wenn ich mir alte Adventure-Maps angucke mit euch und Hardy, denke ich mir, boah, waren die einfach. Die sind jetzt voll schwierig hier. Ja, wir sind jetzt Profis. Ja. Okay. Aber ich glaube, ich fülle zumindest vom Skill her Hardy ganz gut aus. Ja, der war auf jeden Fall schwach. Ja, oh nee! Kommt den jetzt nicht verkacken? Oh ja. Und jetzt? Bram. Weiß nicht mal, wo der ist gerade. Ich auch nicht. Der ist irgendwo. Hä? Was ist der denn? Leute, da oben. Ey, wie weit bist du? Nein! Da? Jetzt bist du wieder hier bei uns? Ja. Oh mein Gott, das klingt nach einem sehr weiten Weg. Aber belastend jetzt. Ja, das war jetzt nicht so toll. Da habe ich mich auch nicht gefreut. Oh Mann, ey, ich will das in einem Sprung schaffen. Das nervt mich sonst zu sehr. Dann bleibt der immer an der Wand hängen, die Sau. Ich bin zu fett. Da ist er. Ja, bis wo war Bram? Wie muss ich dahin irgendwie kommen? Ja, auf die Treppe. Oder bist du an der Treppe vorbei?
Ich bin mir überlegen, ob ich muss hier an eine Leiter kommen. Hast du die bist du auf einer Laterne gelandet? Ja. Das geht. Das geht, das ist aber auch kein schwerer Sprung. Ja, hast recht. Dann die Leiter. Oh shit, jetzt muss man da hinten auf den. Oh mein Gott. Ja. Hast du. Hey, Laterne oder auf die Zaun? Ich bin auf Zaun. Die Zaun. Ah ja, man kommt ja easy auf den Zaun. Oh Gott, ich springe. Und dann bis da hinten, bist du dann. Hast du den Sprung auch noch geschafft? Ja. Oh ja, okay. Oh, das ist asozial. Ah, das ist asozial. Oh, wie macht die Treppe? Das denn? Ja, die Treppe an der Decke. Ja. Mann, spring doch, du Fick. An dem Sprung bin ich auch gefailt. Glaube ich zumindest, dass wir denselben meinen. Ja, du siehst die Treppe an der Decke falsch rum quasi. Ja, genau. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Bis dahin ging es echt. Da! Oh, Entschuldigung. Alles gut, nichts passiert. Ich wäre einfach in die Luft geschlagen. Ja, aus Wut. Ja, der ist auch ein bisschen gefährlich hier, weil du hast nicht da jetzt. Ja, genau, das muss man wissen. Dann habe ich vorhin einfach so geistesabwesend gemacht, dass ich das gar nicht gesehen habe, dass da der Zaun drin hängt in der Leiter. Ah ja. Gut, jetzt aber hier komm, zack und. Oh. Ich hab diese Leitersprünge, diese Treppensprünge einfach noch nicht so verinnerlicht, dass sie halt einfach so easy going sind. Oh, manchmal klappen die, manchmal nicht. Das ist echt so ein Trial and Error bei mir. Trial and Error. Error und Trial. Hallo, Hua. Ist nicht geil. Hier, es gibt doch Gewitter im Kopf, wa? Arschloch! Ja, Gewitter bestimmt, ja. Gewitter doch bestimmt. Kennst du doch den Kanal oder nicht? Ja, ja. Nee. So, und der macht ja auch, also ich meine, der klärt auf der einen Seite aus, auf über Tourette, aber auf der anderen Seite ist ja auch lustig, ne? Ja. SternTV hat mal eine Reportage gebracht über einen Typen, der Tourette hat. Meinst du, das ist moralisch vertretbar, auf die zu reacten? Weil die ist halt unter schwarzen Humor-Gesichtspunkten sehr lustig. Okay. Das ist halt, wo der auf den Markt geht und den die ganze Zeit als Arschloch bezeichnet. Oder ja, so, nicht, ne? Nur als Arschloch, aber ja, genau. Ja, 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 auch Hitler und Co. Genau, vor allem, weil der Typ eigentlich voll der Nette ist, aber seine Tourette-Persönlichkeit ist halt voll der Hurensohn. Okay, ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Hey, Bram, wir haben auch schon auf Knossi und Monte reacted, ja? Ja, auf Können wir noch tiefer? Können wir noch tiefer sinken? Ich würde sagen, ja. Ja, können wir auch noch. Ich hab für uns, was ist es? Warte mal, wie hieß der denn nochmal? Terry Jones oder sowas. Ich weiß nicht, wer Terry Jones ist. Ja. Oi, hab ich geschafft. Was muss ich jetzt machen? Scheiße. Pass auf, wenn an der also du musst erst die Treppe links um die Ecke springen, ja? Genau, ich den. Muss hier hin. Genau, und jetzt pass auf, siehst du die Leiter, ja? Ja. Bevor du springst, ja? Hör erst zu, bevor du springst. Ja, wenn du an der Leiter, die Leiter springen. Genau. Spring auf die, wenn du auf die linke Seite der Leiter springst, nein, musst du danach so komisch abwobbeln. Weil ansonsten fällst du nämlich unten an der Leiter vorbei. Das ist mir nämlich jetzt zweimal schon passiert. Was weil ist ich denn der abwobbeln? Zaun. Ja, das ist halt. Also du musst dich quasi mit Shift so weit runterfallen lassen, dass du da drunter, unter der Leiter, dann unter dem Zaun durchpasst. Aber während du noch an der Leiter bist, das ist wirklich minimal. Was aber auch geht, so habe ich das zumindest beim ersten Mal gemacht. Ich bin einfach um den Zaun drumherum gesprungen, weil ich das gar nicht mitgekriegt habe. Ja, rumzubbeln ist aber das mit Abstand einfacher. Kann ich denn da zurück? Kann ich denn da? Du musst. Achso, du bist jetzt quasi noch nicht auf der Leiter drauf. Du musst jetzt. Wie komme ich denn da zurück dran? Ja, genau so. Oh. Ah!
Sobald du Shift drückst, hängst du ja fest. Du kannst einfach ein bisschen runterfallen lassen und dann Shift drücken. Dann musst du einmal unter dem Zaun durch. Und dann wieder hoch. Ha! Oh Gott, Leitersprünge um die Ecke. Das ist ja schon wieder mein Lieblings. Naja. Ja? Jetzt dann auf der Zäunchen. Hallo. Dauer folgender Strecke. Jetzt? Auf die Leiter? Ja, genau, auf die Lampe. Auf die Lampe? Ich hab's nicht geschafft. Ich glaub nicht, dass du direkt an die Leiter springen kannst. Mach mal. Achso, ich, ja. guck mir das mal interessiert an. Lehnt sich erstmal interessiert nach vorne, wa? Ja, ja. Gleich mal auf diese Leiter-Lampe kann. Ah ja. Und dann wahrscheinlich auf den Zaun. Oh ja, ja, ja. Zaun. Sehen wir uns? Hallo? Hallo, Herr Zaun? Hallo, Herr Zaun. Hast du den Sprung wieder nicht geschafft, Peter? Doch, doch, den habe ich jetzt schon ein paar Mal geschafft, aber danach kam jetzt einer, den ich nicht geschafft habe. Vorhin war ich einfach dumm. Ich habe den Weg nicht gefunden und bin dann falsch gesprungen. Da drauf? Also bist du auch bei dem, der den Balken aber direkt am Kopf war und du dann links auf den Balken drauf musst, den bist du gestorben? Balken, Kopf, ne, das klingt also quasi hier, wenn du auf dem, wenn du hier vorne auf, da wo du stehst, siehst du den. Ja? Wo muss ich der hin? Hier, der da oben, der quasi über Jay. Da drauf? Weißt du, Jay? Bis da bin ich gekommen. Also so, genau, weiter. Hä, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Aber die Frage ist, wo es dann weitergeht. Jetzt umdrehen. Genau, Jay. Da gerade da drauf, ja. Jetzt wieder umdrehen. Ja. Und da in die Ecke springen. Genau. Ja, gut. What? Und dann den nächsten habe ich nicht geschafft. Ja, aber die Frage ist, wo ist dann der nächste überhaupt? Vielleicht bin ich da oben drauf. Du kommst oben auf den normalen Balken, meinst du? Genau, würde ich halt sagen. Ja, okay, bis da war ich auch. Aber diesen auf den Balken habe ich halt nicht geschafft. Okay, immerhin hat man jetzt schon mal hier gesehen, wie man da theoretisch hinkommen könnte. Ja, das ist jetzt hier gerade nicht die einfachste. Ja, genau. Ohne hier Hilfe, ne? Ach, bleib doch nicht immer hängen an dieser scheiß Treppe, du Pisser. Und du hast also dadurch, dass du die Leiter über dem Kopf hast, kannst du sogar vernünftig springen hier. Einigermaßen. Und! Wo ist hier? Achso, da. Da, den Sprung, den du meintest. Ja, ich hatte das eine Möglichkeit, den zu machen, da habe ich ihn verkackt, leider. Seitdem habe ich es nicht mehr bis da geschafft. Ich schaffe echt viel zu selten den Sprung von der mittleren Plattform hinten quasi auf den Parcours. Na? Na? Boah, ist das speziell. No! Okay, ich weiß jetzt den Weg zumindest. Mich hart. Boah, der letzte Sprung ist so asozial. Fuck. Boah. Ach du Arschkrampe. Ich hätte eigentlich das Nacktfoto vom Wendler gesehen. Klar. Wir haben so eine FIFA-Gruppe. Und Sven hat irgendwann nachts um 3 Uhr oder sowas das gepostet und gesagt: Guten Morgen, ihr Schnuckis. Dann machst du WhatsApp morgens auf und dann siehst du dann. Ja. Ist das denn jetzt fake oder ist das real? Keine Ahnung. Ich hoffe, fake. Will ich nicht wissen. Doch, mich würde interessieren, ob das real ist oder fake. Weil, wenn das fake ist, dann gut. Und wenn das real ist, dann allein schon als Wendler würde ich mir Gedanken machen über eine Sicherheitslücke.
Vielleicht hat er es geleakt. Oder er hat es geleakt. Das würde ich noch am ehesten sagen. Wobei, er ist doch gerade in den Medien. Das muss man doch leaken, wenn man dann wieder nicht in den Medien ist. Eigentlich schon. Vielleicht war ihm die Aufmerksamkeit zu sehr auf seiner Freundin. Wahrscheinlich. Mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ah ja. Hey, was? Oh, das war jetzt frei. Ich glaube, du musst am besten dich direkt frontal vor die Leiter stellen, weil sonst hast du was über dem Kopf. Das war jetzt aber auch frech. Das habe ich beim ersten Mal nicht bemerkt. Ach, ficken, ey. Dieses Challenge. Ficken, ey. Challenge. Ist scheiße. Am Knie. Mit Nutella. Okay, let's try that again. Yes! Juhu! Ich freue mich. Alter, not bad, ey. Not bad! Oh. Peter Huans Mizzarino. Geil. Sexuell. Sollen wir neu, wie die letzten Mongos hier da uns blamieren? Letzten Mongos könnte auch ein richtig geiler Film sein. Letzten Mongos? Die letzten Mongos. So wie Mongos. Star Wars Episode 8, die letzten Mongos. Ja, denn der Imperator hat quasi alle Mongos ausgerottet, bis auf die paar letzten. Und sie stellen sich todesmutig gegen den Imperator. Oh Mann, ey, das ist so falsch. Aber auch lustig. Eine Bande Charisma. Oh, au! Hast du dir die Hand wehgetan, nachdem du die mit voller Wucht auf deinen Tisch gehauen hast? Das ist faszinierend. Das ist echt überraschend, dass das weh tut. Ich habe auf so ein Ding geschlagen. Was Stöpsel. Ding? Oh. Du beschneidest dich selber hier beim Adventure-Map-Spielen. Du brauchst deine Hände in bester Verfassung. Ja, dann sagt der da mit einem Messer sich gerne in die Hände schneidet. Ich schneide mir überhaupt nicht mit dem Messer in die Hände. Das sah aber aus, ey. Alles gut gelaufen, weil wenn du dir die Hand abschneidest, dann ist bis am Arsch. Habt ihr euch eigentlich die Hände versichern lassen? Nee, hab ich jetzt nicht. Hm. Hast du dir die Hände versichern lassen? Nö. Okay. Aber das ist immer noch so eine ernst berechtigte Frage. Wenn wir keine Hände mehr haben, ist schlecht. Und kein Kopf mehr, hast du es auch schlecht. Es gibt den Adaptive Controller von Microsoft. Ja, da will ich mal sehen. Außerdem wie du bringen React sowieso viel damit mehr. Dafür brauche ich keine Hände. Traurig, aber wahr, wa? Ja. Ey, wäre schon scheiße ohne Hände, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wichsen ist auch schwer. Ja, zum Beispiel. Auch kochen, so allgemein. So alles irgendwie. So als wenn der Erfolg der Menschheit darauf beruht, zwei funktionierende Hände zu haben. Und was? Trainieren, um sie einzusetzen. Könnte ich echt noch eher auf den Fuß verzichten, ohne Witz. Ja, mit so einer schwächeren Hand kannst du aber auch gut im Kartoffelpüree umrühren. Also es geht halt schon. Ja, das geht. Aber wenn die so komplett ab ist, ja gut, mit so einem Stumpf auch. Wobei wir sind jetzt natürlich so weit, dass vielleicht durch irgendwelche Veränderungen oder mechanische Hände du das schon ganz gut geregelt kriegst. Sind wir nicht schon so weit, dass wir da manchmal mit Gedanken solche Sachen steuern können? Ja, du hast doch mittlerweile in Japan hast du doch ganz häufig dieses Exoskelett bei ja, den so, Älteren, damit die länger nicht arbeiten können. Ist Bram eigentlich das so ruhig? Das über Gedanken? Herr Bram hat sich leider verkackt. Ja, Bram hat sich leider... Oh. Erstmal Rechtsstick drücken, gute Idee, Bram. Wolltest du dir das erstmal angucken oder wolltest du einfach back on track? Einfach gucken, ob ich cheesen kann. Ah, ja. Ja, gefühlt hat der Map-Ersteller hier aufgepasst. Oder die Map-Erstellerin natürlich. Wissen alle, sind Kerber. Ja, aber Frauen kriegen sowas nicht geleistet. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Oh Gott. Ja, alles Spaß. Beim Football, glaube ich, habe ich jetzt, gab es den ersten Einarmigen.
Welche Position hat er? Maskottchen. Nee. Ballholer. Wasserträger. Ach scheiße, jetzt bin ich ja noch bei der gleichen. Wasserträger ist aber auch schwer, oder? Ja, richtig. Ja, wobei Rucksack. Ja, okay. Nee, jetzt mal ehrlich, welche Position hat er? Keine Ahnung, der hat irgendwo breiten Körper. Steht sich okay. Wahrscheinlich bei Gibt's bei Football überhaupt sowas wie Position? Ja, doch, bestimmt. Ja, klar, du hast einen Quarterback. Ja. Dann hast du die Läufer. Nee, du hast da die. Hey, so genau kenne ich mich da nicht mit aus. Aber du hast die Läufer, dann heißt es so Running Backs. Ich glaube, das sind die Läufer, die dann quasi immer so die Pässe bekommen und dann rennen müssen, um den Touchdown zu machen. Oder sind das die Pass Receiver? Ach, keine Ahnung, was das da alles geht. Also, sowas gibt es halt. Pass-Receiver klingt so, als müssten die Pässe bekommen und nicht machen. Und dann gibt's noch die Defense. Das sind die Fetten, die halt einfach versuchen, dich zu blocken. Ah, da passt ja dann jemand mit einer Hand hin. Huren! Fick dich! Ficken. Fick dich ficken. Okay, jetzt mach ich das. Jetzt Peter. Aber. Ja, komm. Erstmal bis hier. Ja, das ist ja easy. Sag mal, jetzt mit Stellen. Ja. Nice. Oh. So. Stark? Nee. Ach, das war jetzt aber schwach. Ja. Das ist aber jetzt echt. Ja, ich wollte das nur noch mal machen, damit Jay hier nicht alleine ist, weißt du. Er fühlt sich dann immer so unwohl, Problem. Wenn er der Letzte ist, der springt. Ja, verstehe ich. Man fühlt sich wir haben lange noch, wir haben lang genug auf dieser Map verbracht. Sobald du das geschafft hast, würde ich sagen, gebe ich auf. Ah, okay. Ja, Moment dann. Moment, dann mache ich das jetzt. So. Ja, dann machst du das jetzt mal eben. So. Dann ist das natürlich was anderes. Ich glaube, das dann ist die letzte Challenge hier auf dieser speziellen Bücherwurm-Nummer. Ja, genau, deswegen. Also wir waren jetzt lange. Wie viele Folgen waren wir jetzt hier auf dieser scheiß Holzmap? Ich will mal eine andere Textur sehen. So, hey Peter. Achso, ist das halt auch wirklich schwer. Jo, ich sehe dich. Oh, ausrichten hier ganz wichtig, damit man da nicht gegen. Als ob der da so schnell auch immer hinkommt. Nein, das einfach noch ja, rein, ne? Ja, dauert jetzt noch kurz. Ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen, würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Der hat die These aufgestellt, dass Battle Royals daraus entstanden sind, weil man quasi ein DayZ komprimieren wollte. Weißt du, DayZ hat halt diese Loot-Mechanics und so und das PvP war halt immer so das Spannendste. Aber es hat immer ewig gedauert, bis man da hingekommen ist. Und deswegen hat man versucht, diese beiden Mechanics in einem Battle Royale dann zu komprimieren. Das erste Battle Royale war Arma, oder? Arma, ja, genau. Ja, richtig. Also, klar. Hört sich doch genauso danach an. Doch viel cooler als so. Erste Battle Royale nicht, also war zum Beispiel allein schon Tribute von Panem nicht schon früher? Und damit die Idee schon geboren? Oder Minecraft Hunger Games, sagst du, oder sowas? Genau. Ja, keine Ahnung, was da vorher war. Dass nur noch eine Modifikation davon ist? Ist auch eine These. Hunger Games hat mit Sicherheit auch sehr viel Inspiration gegeben für die Leute. Vielleicht ist es ja auch nur Zufall, aber im Endeffekt tut Battle Royale ja genau das. Also ein DayZ sehr komprimieren. Ja, das stimmt schon, aber die Frage war nach der Intention, ob das deswegen erschaffen wurde. Ja, das weiß ich auch nicht. Und vielleicht ist es deswegen erfolgreich, weil es quasi ein gutes Spiel nimmt, die guten Teile aus dem Spiel und das dann. Alles, ja, das kann gut sein, aber das war ja nicht die Frage, die gestellt worden ist von dem Ersteller. Nee, er hat die These aufgestellt, dass Battle Royales deswegen entstanden sind, weil man das komprimieren wollte, ja. Ja, und da, also erfolgreich und so weiter, definitiv alles, ja. Aber deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht hatte er sogar tatsächlich den Gedanken, wer das erste Battle Royale so gemacht hat, nur, ja, wobei Hunger Games von Minecraft war ja, glaube ich, vor Arma 3. Und ich weiß nicht, ob Hunger Games sich an DayZ orientiert hat. Hunger Games hat sich an Tribute von Panem. Ja, würde ich auch sagen. Logischerweise, weil es ja die Hungerspiele sind. Ja, genau. Ah ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Third-Person-Shooter an die First-Person-Shooter oder andersrum. Ich habe letztens ein geiles Video gesehen beim Second-Person-Shooter. Ist denn ein Second-Person-Shooter? Wenn du in dir drin bist, war das, glaube ich. Was? Wenn ich in mir drin bin? Das ist doch First-Person, oder? Wenn du in dir drin bist? Nee, wenn du in dich reinschaust. Ah, okay.
hört sich jetzt irgendwie völlig. Ja, das war auch. War da auch nichts drunter. Das war auch nur so ein Studi-Projekt oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob das dann akkurat ist. Also, ich kenne mich mit den Perspektiven nicht aus. Aber die haben halt gezeigt, so Spaß, so, die gleiche Animation, die hatten: First Person, Third Person, dann Second Person. Second Person war mega weird. Klingt doch mega weird. Dreckscheiß hier. Naja, also wenn du jetzt aber quasi so zwei Extreme hast, sag ich jetzt mal, du hast so dieses DayZ mit Angst vor NPC-Gegnern, aka Zombies, Loot-Mechanik, PvP-Mechanik, größere Map, du auf der anderen Seite Battle Royales, darum ging es dann eigentlich in dem Artikel, würde man EFT quasi in die Mitte anordnen. Fand ich auch ganz, also Escape from Tarkov, was ich ja gerade aktuell so suchte. Weil das wieder einen Schritt zurück von den Battle Royales hin zu DayZ macht. Weil du da jetzt halt, wie bei Battle Royales nicht, hast du halt so NPC-Gegner beispielsweise. Und ein persistentes Inventar, größere Maps. Aber im Grunde ist das sehr ähnlich zu DayZ Gunplay und dem Loot und du verlierst alles, wenn du stirbst, Gedanken. Fand ich ganz interessant, die Einschätzung. Kann sein. Das ist kein vom Tarkov, wa? Mutz. Ach, ich glaube, das ist ganz cool. Eigentlich für alle Battle Royale-Spiele ist das Schmutz. Ja, ich würde nicht sagen, dass das ein Battle Royale-Spiel ist. Und auch Spiele, die sich da in der Mitte anordnen. Du musst bei Escape from Tarkov ja nicht mal jemanden besiegen, also bekämpfen. Du musst einfach nur von A nach B kommen. Das ist alles? Das ist alles. Das ist was komplett anderes. Was ist denn dann The Hunt? Das Hunt Showdown. Das hab ich leider nie gespielt. Ja, das ist doch dann genauso. Ähnlich wie Escape dann. Warte, ich weiß nicht wieso, aber dieser Spruch macht mich fertig mental und emotional. Wie ist das denn bei The Hunt? Was ist, du spawnst da auf einer Map. Was ist dann dein Ziel? Du hast einen Charakter, der auch, glaube ich, leveln kann. Und das Ziel ist es, die Map wieder zu verlassen. Und dafür musst du erstmal irgendwie so Monster besiegen. Also NPCs. Okay. Und da sind auch NPCs mit irgendwelchen Zombies. Und dann kommt dann der Ort. Also du musst dann die Seele irgendwie von diesem Monster übernehmen. Einsaugen, was auch immer. Und dann hast du. Ja, dann musst du escapen von irgendwelchen Ausgängen. Okay, also das ist das gruseligste Spiel, die ich so kenne. Escape from Tarkov ist so ähnlich, nur ohne den. Ja, vor allem ohne das Monster-Ding. Gruselig. Ja, auch das Spiel selber. Das die Spinne, Alter, als ich damals die Spinne mit ich weiß nicht, mit Dalu oder mit dir gemacht habe, ich weiß halt nicht mehr. War schon geil. Wirklich gutes Spiel. Hunt Showdown ist wirklich ein geiles Spiel. Hat das auch so ein persistentes Inventar? So, wenn du stirbst, verlierst du alles und musst neue Sachen auswählen. Genau, dann musst du einen neuen Charakter auswählen. Und der hat dann verschiedene Waffen. Also, du kannst, glaube ich, nicht die Waffen. Ich weiß gar nicht. Du levelst deinen Charakter tatsächlich. Und der Charakter, der hat dann verschiedene Waffen. Du musst dann irgendwie Geld, für Geld kannst du dann einen neuen Söldner sozusagen dann, glaube ich, kaufen. Sofern die das nicht irgendwie geändert haben. Also du hast halt nicht jetzt bestimmtes Inventar, wo ich jetzt dann am Ende irgendwie, wenn ich halt ein paar gute Runden habe, dann irgendwie 90 Waffen habe. Ja, okay. Das ist so bei Escape. Wenn du da viele schlechte Runden hast, hast du einfach gar nichts mehr. Kannst du ja auch keinen neuen Charakter machen. Was machst du dann? Dann kannst du als NPC spawnen. Also das kannst du sowieso immer, alle 15 Minuten, nachdem du einmal gespielt hast. Und was kriege ich dann dafür? So eine Pisswaffe, du spawnst als NPC sowieso schon mal mit Items. Also mit einer Waffe und manchmal auch einem Rucksack oder sowas. Und wenn du damit erfolgreich entkommst, kannst du die Waffen, alle Items mit in dein normales Inventar packen. Und dann kannst du wieder mit deinem normalen Typen spielen, mit den Sachen, die du da gelootet hast. Okay. Ich weiß, du, Marius spielt das super viel. Also was ich immer mache, ich wechsle immer ab. Ich spiele mit meinem normalen Typen und dann spiele ich wieder als NPC. Und dann spiele ich wieder mit meinem normalen Typen, weil als NPC, wenn du da was verlierst, ist halt scheißegal. Ist halt nicht dein Typ. Ich meine, theoretisch sind das auch Sachen, die du haben könntest, wenn du es schaffst zu überleben. Aber die spawnen halt neu. Du kannst nicht halt so jederzeit den NPC halt neu spawnen. Oder nicht jederzeit, aber ja, oft genug. Dann, genau. Was ich jetzt spannend fand, ist, dass irgendwann PUBG eine neue Map release, die 2x2 Kilometer nur groß ist. Und die wir mal spielen, Sunhog ist irgendwie größer, glaube ich. Und zwar 8x8, also die ist halt deutlich kleiner. Aber die verändert sich immer. Ah, okay. Kurz witzig.
Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das ganz geil ist für unsere Turniere. Ja, klingt so. Hoffe ich natürlich auch. Immer nur Sunhawk ist auch irgendwann trocken. Das Geile ist, wir spielen die so selten, diese Turniere, dass ich kann mir ja. Für mich ist das immer wieder auf einer neuen Map zu spielen, quasi. Alter, dieser Scheißsprung, ne? Also ich bin da immer tatsächlich von Ecke zu Ecke gesprungen. Hab gar nicht an die Laterne gedacht. Einfach von Ecke zu Ecke springen. Scheiß auf die Laterne. Die Laterne? Die dich sonst auffällt manchmal. Wo du vielleicht gegenspringen kannst. Das ist halt nicht eher die. Die Dinger halten mich auf. Die Leitern. Oh. Treppen. Okay. Ich bin trotzdem immer von Ecke zu Ecke gesprungen. Siehst du? Ich wäre gegen die Leiter gesprungen, weil. Ecke. Mann! Treppe! So. Okay. Das sah aber nicht so aus, als wenn du von Ecke zu Ecke gesprungen wärst. Was? Das glaube ich ja nicht. Oh, Bram ist back. Bram ist back, Bitches. Er ist back, so back wie ein echter Back. Rücken? Ja, er ist ein Rücken. Ein geiler Rücken, Junge. Geil, geil, geil. Manchmal gehen Sachen auch auf meinen Nacken. Nacken. Ganz oft aber auch einfach mal meinen Rücken. Reimt sich auf Backen. Ja, und auf Kacken. Und auch. Das ist richtig. Andere Sachen, die böse sind, die sagt man nicht. Okay. Hä? Statt Nacken was anderes oder was? Nee, Nacken reimt sich auch auf etwas, was böse ist. Backen? Backen ist nicht böse, oder Peter? Was ist denn böse? Nicht. Manchmal, nein, benutzt, manchmal wird dieser Begriff von wirklich, Leuten als Beleidigung benutzt. Böse? Was ich auf Backen? Also Kacken ist ja jetzt nichts Böses. Nee, Kacken haben wir außerdem schon gesagt. Ich bin ja, aber ich überlege gerade wirklich, was ist denn böse? Was man nicht sagt halt. Spacken? Nee. Das habe ich auch schon gesagt. Ah! Hier, Ford K. Genau. Ne? Auf meinen Nacken. Ah, ich verstehe. Ah, ja. Das finde ich auch nicht gut, ey. Ford K auf meinen Nacken? Ford K. Was du geil umschreibst. So richtig oder nicht? Ja, ich bin da ganz falsch. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Darf man das echt nicht sagen? Weiß ich nicht, ja, muss ich ja jetzt. Warum darf man das Wort nicht sagen? Ich bin gerade nicht Cards Against Humanity, deswegen. Ja, und dann darf ich das doch trotzdem. Darf ich das doch sagen? Weiß ich nicht, das ist halt. Es gibt ja diese neue YouTube-Verordnung, nach der bestimmte Begriffe einen Strike dir einholen. Also diesen. Wie beispielsweise das N-Wort. Deswegen, wenn wir auf alte Videos reacten, muss das N-Wort immer rausgepiept werden. So, alte Videos müssen nicht bearbeitet werden, aber neue dürfen nicht mehr. Wobei, das auf Kontext ankommt. Ich glaube nicht. Wobei du kannst nicht alles unter dem Deckmantel von Satire verstecken. Ich bin mir, also müsste ich mir nochmal genau durchlesen, aber ich glaube, dass bestimmte Begriffe sogar, egal ob Kontext, auf YouTube verboten wurden. Echt? Das ist im Land der Meinungsfreiheit? Keine Ahnung. Welches Land ist YouTube? Amerika. Ja, wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar, ganz ehrlich, wenn der Copper Act in Amerika stattfindet, dann musst du in Deutschland bestätigen, dass das cool ist. Das klingt für mich nicht nach einem deutschen System. Nee, das ist richtig. Während halt sich YouTube einen richtig dicken Fick um Artikel 13 kümmert. Naja, noch gibt's ja hier keine Regeln. Wenn die da sind, müssen die auch umsetzen. Ja, ja, gucken wir dann mal. So wie Twitch, meinst du? Auch immer alles umsetzt. Ja, Twitch wird sowieso noch mal ein großes Erfolg. Nein! Ich bleib rechts! Klick einfach so gedrückt, weil ich meinen rechten Finger jetzt. Oh, jetzt. Nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch zeigen darf. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mein Taschenmesser nehmen, was ich hier lege und an meinen Mittelfinger ansetzen. Ja, klar. Nachteiligst du da irgendwelche Völkergruppen mit? Nee, aber Gewalt. Ich zeige Gewalt an meinem Mittelfinger. Gewalt ist okay. Er ist ja nur angedeutet. Boah, Alter, da drücke ich einfach rechts. Rechte Gewalt ist auch okay in Amerika. YouTube ist boah, nicht Amerika, würde ich sagen. Dumm. Das sind nicht die gleichen Regeln. Wie kann man das? Oh Gott. Da beraube ich mich meiner eigenen Chance, weil ich einfach ein
Also ein richtiger voll, also wirklich übelster Nacken bin. Peter, ich glaube schon. Also Gewalt ist wirklich, das ist YouTube ist schon sehr, sehr, sehr amerikanisch. Ja, ja, aber ja, trotzdem Nippel sind wir ja nicht die gleichen Regeln. Du darfst ja trotzdem nicht bestimmte Begriffe sagen, die in Amerika ja nicht verboten sind. Nippel darfst du sagen. Ich bin mir da nicht so sicher. Weiße sagen das in Amerika auch nicht. Ja, du kannst ja nicht verknackt werden, nur weil du das sagst in Amerika. Da hast ja Freedom of Speech. Würde in Deutschland wirst du auch nicht verknackt dafür, auch nicht auf YouTube. Auf YouTube sind sie aber verboten. Ja, die blocken dich dafür nur, aber die verknacken dich dafür auch nicht. Ja, kann YouTube ja auch nicht, weil sie kein Land sind. Aber YouTube ist Amerika. Kein Land. So, jetzt machen wir den Sprung aber hier. Das ist doch jetzt alles nicht so schwer. Und das ist doch zum Kotzen! Wieso komme ich eigentlich immer da oben gegen? Ey, Trick 17. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Bei mir hat das geholfen. Im Sprung schon Shift drücken. Ich weiß nicht, ob du das schon machst. Alter. Gucken wir mal sofort. Vergib mir hier auf den Sack. Gucken wir mal sofort. Was wollt ihr hier von? Backfisch! Wuhu! Neue Stories Tag für Tag. Backfisch! Wuhu! Keinen gibt's, der ihn nicht mag. Es ist Backfisch! Backfisch! Es ist lecker! In der Pfanne und im Ofen. Die Fritteuse ist auch dabei bei Backfisch. Wird auf Fritteuse gemacht, der Backfisch. Ja, kannst du aber auch im Ofen machen. Und in der Pfanne, ja, geht überall. Das ist aber kein richtiger Backfisch. Ja, dann. Das ist kein Backfisch. Backfisch in der Pfanne ist ja per Definition schon kein Backfisch. Backfisch ist schon eher Kackfisch aus dem Ofen, wenn du wirklich Backfisch machen willst. Erst mal Backfisch googeln. Also Backfisch aus dem Ofen? Ja, im Ofen backt man wenigstens auch. Aber aus der Pfanne? Schon mal in der Pfanne gebacken? Na klar. Kannst du in der Pfanne frittieren. Musst einfach nur genug Öl reinpacken. Ja. Das ist tatsächlich machbar. Also besser als Ofen. Dafür wird Speisefisch oder Teile davon verwendet, welcher in Öl oder Fett frittiert oder in heißer Luft gebacken wird. Ja. Das ist die einzige Definition. Mutz. Ja. Schon lecker. Was geht ab hier? Ich drücke jetzt nicht Rechtsklick. Oh yeah. Ich werde das nicht mehr schaffen heute. Hast du mit Schiff probiert? Hat er irgendwas gebracht? So. Machst du überhaupt bis zum Sprung? So. Ich habe gerade nicht aufgepasst. So. So. Jay. Komm, mach das, dann kann ich aufgeben. Nein! Zu weit links gewesen. So eine geile Map, muss ich sagen. Also bei Jay, du warst ja da nicht da, weil du krank warst. Du sollst dir unbedingt auf Pizza mit TV mal das Terraria React angucken. Oh, ja, stimmt. Du warst früher voll ausgeglichen. Das ist der ja, du warst voll jemand anders. Ich weiß auch nicht, ob du irgendwie jeden Tag gewichst hast oder so, aber guck dir das Video mal an. Das ist halt wieso unfassbar. War ich ausgeglichen? Ja, wieso? Weiß ich auch nicht. Aber guck dir mal an. Was wurde mir denn angetan? Ja, das, guck's dir einfach an. Die schlimmsten Dinge sind passiert. Wir haben alle unsere Sachen verloren und du bist einfach der ruhigste Mensch von allen. Ja, und du hast einfach so, okay, dann gehen wir uns wiederholen. Ne? Ja. Ist ja nicht so schlimm. Machen wir das jetzt einfach mal. Kein Peter! Peter! Ja. Sondern einfach nur... Ja, nö, dann gehen wir jetzt da runter, macht ja nichts. Oder Christian fällt in Lava, ja, dann hole ich sie dir halt wieder die Sachen. Also ja, ist das so? Ja, das ja, genau. So, ja. So kennt man dich, auf jeden Fall. Ja, klar. Ich bin die Coolness in Person. Deswegen guck dir mal an, 6 Minuten. Ich wichse mir schon jeden Tag. Ich wichse mir aber jeden Tag schon ein. Ja, vielleicht hast du damals eben vielleicht nicht jeden Tag gewichst. Oh. Shit, das kann natürlich sein. Oder, keine Ahnung, vielleicht welche anderen Medikamente genommen. Auf jeden Fall in allen Formen. Nein! Nimm's nochmal. Boah, ich will aber nicht nochmal studieren.
Muss ja nicht nochmal studieren. Ja, aber das ist zumindest die Änderung. Du hast auch immer, keine Ahnung, morgens immer eine richtig geile Herztablette geschluckt oder so. Ja, genau. Bestimmt. Alter. Boah. So, jetzt hier aber. Jetzt, pass auf, jetzt kommt jetzt. Der. Jetzt kommt der Versuch. Jetzt ist Jay jetzt voll der, am Stimmel. Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Ja, 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 ich fühle es, ich fühle es. Jetzt kommt der Walkout. Messi! Ach, fick dich doch. Bam ist direkt hinterher gesprungen. Ich hab das Gefühl, dass ihr auch nicht richtig euch konzentriert jetzt hier. Ey, halt die Schlappe hier mal jetzt. Ja. Konzentrier mich sowas von, glaubst du gar nicht. Ich hab auch richtig Konzentriertheit. Also wenn du das bis hier hinten geschafft hast, Jay, würde ich dir empfehlen, einfach den, oh Gott. Das Eisding auch aus dem Schnellinventar rauszunehmen, dass du da nicht aus Versehen drankommst. Ja, ich chill hier oben einfach. Denk ein bisschen an Escape from Tarkov. Guck euch das an. Überleg doch, plan doch schon mal deinen nächsten Raid. Nächsten Raid. Ja, ist doch geil. Ja, ich habe mittlerweile echt gute Ausrüstung. Ich bin besser geworden. Krass. Ja, heißt, du spielst ein Spiel länger und bist dann besser geworden. Das ist ja krass. Ja. Heftig. Das ist ja ungewöhnlich auch. Ja, nur leider reicht es halt bei Peter nie vom Skill. Schon mal hier weg. Ah. Schon mal das Kügelchen Koks haben wir schon mal in die Tasche gesteckt. Kann man nämlich auch Rechtsklick machen, ohne dass jemand sich den Finger absäbeln möchte am liebsten. Ja, finde ich gut, dass du meine Tipps beherzigst. Natürlich, lieber Peter. Du bist ja auch der Beste von uns. Ah? Stark. Da Pam verkackt da immer diesen Sprung. Ja, schwerer Sprung. Komm, Jay, mach vorbei. Ja, dann hab ich's auch noch nicht geschafft. Muss leicht schräg springen, kommst du nicht dran vorbei, leider. Oh. Nein! Sorry, Bram. Oh. Aber ich konzentriere mich eigentlich, sonst hätte ich das nicht so lange geschafft wieder. Ja, das glaube ich. Und Bram, ich weiß, du hast den Skill auch. Ja, du musst ihn einfach nur kanalisieren. Ja, das stimmt, aber ich bin gerade echt zwischendurch abgelenkt. Wovon? Von meinem Schnitzel. Aber ich hatte richtig Hunger. Da musste ich mal ganz kurz in die Schublade greifen. Warum hält er sich denn da nicht fest, die dumme Sau? Drück Shift! Manchmal ist der Schwung einfach zu krass. Der hilft dir Shift leider auch nichts. Wenn du da rechts drüber rutschst, dann. Schiff ich dem Shift doch mal ins Gesicht für. Ja, Shift dem Shift mal ins Gesicht. Ja. Absolute Unverschämtheit hier. Jetzt fangen wir an. Ja, ja. Sehr gut, Bram. Sehr gut, Bram. Warum machst du nichts? Muss man eigentlich jedes Mal schaffen. Doch. Hey, der hang da schon an der Scheiße. Ich dachte, den schaffst du jedes Mal. Ich hab halt keinen Schnitzel aus dem Dings mir gerade reingesnackt. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber in meiner Welt springst du in Minecraft nicht besser, nur weil du den Schnitzel gegessen hast. Du springst nur definitiv schlechter, schon, weil du nur eine Hand hast. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Schnitzel dir die Kraft gibt. Nein, glaube ich auch, so wie bei Popeye. Ich habe heute Morgen zum Frühstück auch 2 Schnitzel gegessen. Echt? Nein. Hätte sein können. Nein, ich esse immer das gleiche Frühstück. Ein Hähnchen oder ein Schweineschnitzel? Immer das gleiche Frühstück? Das ist ja voll läppsch. Hast ja gar keinen unterschiedlichen Geschmack. Ja, doch, die Variation ist das Belegen der Toasts. Also, ist ja die Frage, wie gleich ist gleich. Nee, das ist eigentlich keine Frage. Gleich ist gleich. Ja, okay, aber wenn ich halt sage, okay. Du hast halt jeden Morgen das gleiche auf dem Tisch stehen. Ja, und ich esse jeden Morgen Toast und Ei. Ist das dann schon das gleiche? Und? Oder ist das alles? Also, ja, wenn du jeden Morgen. Und dann halt und das, was auf dem Toast drauf ist.
Okay, weil wenn du jeden Morgen nur Toast und Ei essen würdest, dann würdest du halt immer das gleiche essen, und zwar Toast und Ei. Aber das heißt, du isst Toast und Ei immer gleich und dann eine Variation. Korrekt. Die nicht immer gleich ist. Ja. Okay. Orangensaft ist auch schon noch immer gleich, aber beispielsweise manchmal Käse, aber ganz viele unterschiedliche Käsesorten. Oder nochmal Ei. Oder Salami. Salami ist schon Schmutz. Nein, Mann. Komm, Jay. Salami ist schon ziemlich Schmutz. Alter, Salami ist voll geil, ihr Plebs. Salami besteht aus... Du kannst auch genauso gut Chicken Nuggets essen von McDonald's. Hier! Ah! Jetzt hier, du siehst mich nicht. Genau, in die Richtung musst du. Quasi auf den dunklen Block. Das aber pass auf, über dir ist was. Spring nicht von da. Wie soll ich das Spring lieber schaffen? Von da. Du gehst... Ja! Saugeil. Und jetzt lässt du dich rechts runterfallen auf den Zaun. Moment, rechts? Ja, nee, nicht da. Andere Seite. Vorhin war das noch aus deiner Perspektive recht. Ja, genau. Jetzt musst du auf den nächsten Balken. Wieso muss ich hier einfach hier rüber? Ist kein Balken. Nein, hier der dunkle Balken. Den du dir da anguckst. Ja, sehr gut. Und jetzt kommt ein schwieriger Sprung. Jetzt musst du nämlich von dem Balken auf den anderen Balken. Den da? Ja, genau. Ja, pass auf. Nice! Wow, du siehst schon das Ziel. Pass auf, was du jetzt machen musst. Und ich habe das den einmal gemacht. Du musst quasi auf den Zaun und dann auf den Balken da hinten. Stoppt die Fackel mich? Nein. Nein! Mann! Ich hätte es auch noch ein bisschen schräger gemacht. Aber ist mir egal, ich wollte das jetzt so selber machen. Okay, gut. Du weißt jetzt den Weg. Voll einfach. Naja, dafür seid ihr ganz schön lange dran, sag ich jetzt mal. Was guckt sich der Bram da unten an? Ich fassungslos bin ich immer noch. Ich weitergekommen bin als du? Nö. Das ist schon krass. Das passiert ja schon mal. Ich hätte mich so gefreut, wenn er es geschafft hätte. Ich hätte mich auch gefreut. Ja, das hätten wir uns alle gefreut. Ja, ich hätte mich auch gefreut. So einfach ist das nicht. Also ich stand sogar hinter dir und hätte dich einfach runterschlagen können, aber auch das habe ich nicht getan, weil ich wollte, dass du das schaffst. Das würdest du auch nicht tun, weil dann bricht über dich die Sinnflut ein, das glaub mal. also quasi everyday life oder was? Nee. Nach mir die Sinnflut. Gibt's da einen Song? Weißt du, früher konntest du das mit Hardy machen, ja? Aber mit mir macht man sowas nicht, weil man, vor mir hast du dann Angst, weißt du? Was das passiert denn da? Macht man nicht bei mir. Ja, das wirst du dann sehen. Aber du weißt, dass ich immer übertreibe. Und Hardy ist einer der immer gewesen, der dann gesagt hat, dass er nicht so krass übertrieben hat wie ich. Hardy ist nicht so schlimm wie ich. Das hab ich verkackt. Kann ich das nochmal retten? Natürlich, damit Brust, das ist bedenklich. Ich glaube, ich kann mich damit nicht mehr retten. Nee, du kannst dich da nicht mehr retten. Wenn du den Sprung verkackt hast, hast du verkackt. Lastend. Ah, cool, ey. Das geht jetzt mittlerweile richtig, ey. Oh, nice. So, jetzt machen wir das Pillar. Ja, mach das mal eben. Würde mich voll freuen für dich. Ich freue mich da auch für mich. Okay, bin bei dir, Bram. Wo ist er denn? Er braucht noch kurz. Ah ja, da, ich sehe ihn. Jetzt ist er bei seinem bösen Sprung. Der Sprung ist. Vielleicht soll ich aber weiter vorne abspringen. Was ist der denn gerade da? Wo ist denn da ein schwerer Sprung? Ja! Oh, Shift ist einfach der Killer, brauchen wir hier. Ja, und jetzt hier drauf. Ah, nice. Nicht um die Ecke. Nee, nicht da drauf. Ja, genau. Genau, hier links um die Ecke. Ja. Hast du dir schon zugeguckt? Du weißt genau. Ja, genau. Hoppala. Hoppala. Da um die Ecke? Ja. Also ich würde nicht von da aus, genau, ich würde eher von weiter. Also ich bin von unten abgesprungen, Jay auch, und wir haben es beide geschafft. Komm ich da hin? Wie Bram da hingekommen ist. Backe? Jetzt? Oh, dat, ich hätte den einmal gemacht, aber du kannst es immer noch schaffen. Ja, nice. Perfekt. Ja, wunderbar. Okay, jetzt easy. Dann werde ich jetzt noch meine... Oh, ich werde noch 3 Versuche probieren. Ab jetzt.
1. War ein freundschaftlicher Klapser, weil ich dir auf die Schulter geklopft habe, Ram. 2. Scheiße. Komm. Okay. Ich gebe auf. Die 3 Versuche waren aber schnell. Ja, was soll ich machen? Ich hab's versucht. Ich kann gerne nochmal einen 4. machen. Ja, 5. Ja, komm, ich will das jetzt noch einmal wenigstens noch einmal da. Einmal will ich das noch schaffen. Boah, ich hätte uns gerade fast schon alle teleportiert. Gut, dass du das gesagt hast. Ich war so kurz davor. Eigentlich müsste ich doch da genug Motivation haben, das dann auch zu schaffen, wenn ich so knapp davor war. Manchmal ist da theoretische Wissen da, aber das praktische Wissen nicht. Ram hat mir am Wochenende auch richtig geile Abkürzungen bei Super Mario World gezeigt, aber manchmal hat ihm das praktische Wissen auch kurz gefehlt. Oh Gott, Super Mario World, hör mir auf, ey. Wenn man den Weg kennt, ne, dann kennt man den Weg. Aber den Weg beschmachen ist halt einfach, nicht einfacher, ist halt noch schwieriger, als halt nur zu wissen, wo es lang geht. Ne, jetzt. Jetzt habe ich den Satz ein paar Mal gesagt, aber ist okay. Alle wussten, was ich meine. Ich musste jetzt gerade noch denken, einer hat unter unserem letzten PUBG-Turnier so eine Stelle verlinkt, in dem Video, wo er dabei geschrieben hat, Alter, ich sehe Bram als nächsten Kanzler, diese Rhetorik ist unfassbar. Und du, ich spring zu der Stelle, du sagst mega Brain AFK, da sehe ich uns, ja, da sehe ich euch und da sehe ich uns alle. Ja, manchmal ist man halt so into, aber du hast halt irgendwie, irgendwann habe ich gelernt, du musst immer was sagen. Ja. Du musst immer was sagen in Videos. Ah, jetzt springe ich. Komm, wir schaffen das. Das habe ich auch letztes Mal gehabt, als ich mit Anni gespielt habe, mit Anno. Und ich dann irgendwann dachte, boah, ist ja schon voll spät. Und ich dann dachte, wo ist die letzte Stunde hin? Und ich mir dann den Stream anschließend angeguckt habe. Ich habe die ganze Zeit geredet, aber ich habe nichts gesagt eigentlich. Ah, Jay, das ist der Run. This is the run. Weißt du nochmal dieser Song, der mit so einem richtig geilen Drummer anfängt und dann sagt er nur, stopp alles und dann sagt er Run und dann geht's weiter. Ja, weiß ich nicht. War bekannt. Peter, wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht. Ram, wie hieß der nochmal? Ich wusste das ja nicht, ich habe ja die Frage gestellt. Ja, ich habe dir auch schon gesagt, dass ich das nicht weiß. Ich dachte, ich frag dich einfach nochmal, vielleicht weißt du das ja jetzt. Ist ja schon Zeit vergangen seitdem. Ah, meinst du, ist mir eingefallen. Ja, ist dir das denn jetzt eingefallen in der Zeit? Nee, ich wusste das ja noch nie. Deswegen kann man das ja nicht einfallen. Ich wusste das auch noch nie, glaube ich. Ich glaube halt nur. Ich weiß nicht. Letzter Versuch jetzt. Allerletzter Versuch. Musst du Google mal nach Run. Mit A. Okay. Ah! Run. I give up. And this was the last time you ever see me again. Today. Bye bye.